Hallo, heute nicht aus dem Husky-Gehege, sondern wieder aus dem schönen Wald. Ich bin die Andrea vom Nature Trace Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage zu kreieren, wo ihr nur Futter findet, welches ihr getrost eurem vierbeinigen Kumpel füttern könnt. Heute schauen wir uns ein Futter genauer an, was ihr mir schon öfters mal genannt hattet und was auch relativ bekannt ist, das Multifit. Kurz zur Firma, die das Futter herstellt, das ist die Multifit Tiernahrungs GmbH. Im Endeffekt ist es das gleiche wie Fressnapf, also es gehört zu Fressnapf, wird auch, wenn man das eingibt, sofort auf Fressnapf verlinkt. Kommt aus Krefeld, die haben auch Leckerlis und Dosenfutter. Mehr findet man jetzt so zum Firmenprofil nicht, also was die irgendwie, wofür die stehen oder was die so für, ja, irgendwelche Engagements haben und so weiter. Deswegen konzentrieren wir uns auf das Futter allgemein. Es gibt mehr oder weniger so drei Kollektionen, einmal das Farmers, einmal das Normale und ja, das war es eigentlich schon. Wir schauen uns mal drei verschiedene Sorten an. Und zwar fangen wir mit dem Farmer an. Und da habe ich mir einfach mal das Junior rausgepickt für die Kleinen, also das Farmer Junior. Das ist die Zusammensetzung. Die erste Zutat, also das, was am meisten drin ist, die Hauptbestandteil des Futters, ist Getreide. Nur kurz für die, die meine Videos noch nicht kennen. Wir sind der Auffassung, dass Hunde Omnikarnivoren sind, also alles Fleischfresser, wenn man sich so die Zähnchen anguckt und allgemein den Verdauungstrakt, spricht das für einen hohen Fleischanteil. Hier ist, wie gesagt, jetzt die erste Zutat Getreide. Was ist für Getreide? Es kommt jetzt nicht raus, ob Gersten, Weizen oder was auch immer. Egal. Der zweite Punkt ist dann Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Jetzt weiß man nicht, wie viel drin ist, also wie viel Prozent, ob jetzt 20%, 30, 10, 5, 4, weiß man nicht. Ich hoffe. Weg. Wird belagert. Weg. 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 Du hast die Hunde voll auf den Griff. Los, Whisky weg. Das ist der Steve, der macht Hundeerziehungsvideos. Genau, man weiß nicht, wie viel Fleisch drin ist. Man weiß jetzt nur unter anderem frisches Geflügel, 10%. Also das heißt, so ein bisschen Geflügel ist drin. Was der Rest ist, ob jetzt Schwein, Truthahn, Kamel oder Fisch oder was auch immer, weiß man jetzt nicht. Steht wie gesagt nicht dabei. Nur 10% ist deklariert. Und der Rest eher nicht. Dann als nächstes haben wir Öle und Fette. Und bei Öle und Fette ist es so, dass wenn es hochwertige Öle sind, wie zum Beispiel Lachsöl oder sowas oder Leinöl, dann schreiben das die Hersteller mal fett dick drauf und da streicht es am liebsten noch. Wenn nichts da steht, weiß man jetzt überhaupt gar nicht, was es sein soll. Ob das jetzt Frittierfett von McDonald's ist oder Sonnenblumenöl oder was auch immer, weiß man nicht. Von daher ja, lasse ich das einfach mal so stehen. Als nächstes haben wir pflanzliche Nebenerzeugnisse. Wie viele weiß man nicht. Man weiß nur, es ist ein bisschen Leinsaat dabei und Chicorée-Pulver. Dann haben wir Fisch und Fischnebenerzeugnisse. Also ist auch nicht gesagt, was für ein Fisch, ob nur Hering oder Lachs. Aber gut, und auch nicht wie viel. Egal. Dann haben wir Gemüse. Da ist auch ein bisschen was angegeben, also Spinat, Pastinake. Und dann haben wir noch Früchte und Mineralstoffe. Also im Großen und Ganzen ist es ein Futter mit relativ wenig Fleischanteil, mit nicht genau definierten Ölen und Fetten. Und ja, man weiß halt auch nicht, was so für Fleisch da drin ist. Als nächstes schauen wir uns einfach mal das Multifit Adult an, also das normale für die erwachsenen Hunde. Die erste Zutat ist wieder Getreide. Jetzt haben wir ein bisschen was angegeben. Also wir wissen immer noch nicht, wie viel Getreide, aber wir wissen, dass 8% davon Maisflocken sind. Der Rest ist jetzt nicht so ganz klar. Als nächstes haben wir dann wieder Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Auch wieder nicht so klar, wie viel Fleisch insgesamt drin ist. Wir wissen nur, dass ein bisschen was davon Geflügel ist. Der Rest, ob nun Schwein oder Känguru oder was auch immer, ist leider auch nicht so ganz definiert. Dann wieder pflanzliche Nebenerzeugnisse. Ein bisschen was deklariert davon. Dann haben wir unter anderem Öl und Fette. Diesmal ist ein bisschen was angegeben bei den Ölen und Fetten. Und zwar haben wir ein bisschen Fischöl 1% und 0,1% Sonnenblumenöl. Fehlt also noch, ja, sehr viel Deklaration, was jetzt 98% noch sind an Ölen, das weiß man jetzt auch nicht. Dann haben wir Gemüse, irgendwas mit Karotten in der roten Krokette und Spinat in der grünen Krokette, scheint also lustige Farben zu geben. Mineralstoffe, Fisch und Nebenerzeugnisse und Hefen. Was jetzt hier noch auffällt, ist bei den Zusatzstoffen, hier ist neben den Vitaminen noch Antioxidationsmittel drin, leider nicht definiert, was für Antioxidationsmittel. Und wir haben noch sensorische Zusatzstoffe, Farbstoffe. Also auch hier wieder nicht deklariert, sind das jetzt künstliche Farbstoffe, sind das natürliche Farbstoffe. Allgemein finde ich immer Farbstoffe im Futter eher sinnlos, weil dem Hund ist es eigentlich ziemlich wurscht, wie das Futter aussieht. Dem geht es mehr darum, wie es schmeckt. Das ist dann eher was für uns Menschen, damit wir denken, wow, was sind das für coole Farben, muss ich unbedingt kaufen, das Futter. Wem es wichtig ist, aber ob das gesund ist oder sowas, das könnt ihr euch ja selber denken.
Und dann schauen wir uns einfach mal noch eine dritte Sorte an. Die hat nämlich einen schönen italienischen Namen. Und zwar heißt die Benissimo. Für alle die, die nicht ganz so gut Italienisch können, das heißt sehr gut. Deswegen denken wir mal, das wird bestimmt ein sehr gutes Futter. Schauen wir uns einfach mal die Zusammensetzung genauer an. Erste Zutat ist auch hier wieder Getreide. Diesmal ist es ein bisschen mehr definiert. Also wir haben von diesem Getreideanteil, wie viel das auch immer ist, haben wir 25% Weizenkleie, 20% Mais und 9% Weizen. Den Rest weiß man hier auch nicht so ganz genau. Dann als nächstes haben wir Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Auch hier wieder nicht, wie viel insgesamt drin ist an Fleisch. Wir wissen nur, dass Rinderleber in weichen Kroketten ist und Rind in den steakroten Kroketten. Ob das jetzt Rindfleisch ist oder Rindnebenprodukte, weiß man auch nicht so genau. Die sagen auch nicht so, was die tierischen Nebenerzeugnisse sind, ob das jetzt Innereien sind oder ob das jetzt, keine Ahnung, Knochen und Hufe sind. Das weiß man jetzt auch nicht so ganz genau. Daneben haben wir wieder Öle und Fette. Und jetzt kommt's, das habe ich noch nie so oft gefunden, oder besser gesagt, es ist immer noch ziemlich versteckt, sonst bei anderen Zucker. Also steht wirklich Zucker drauf. Hunde schmecken auch süß, genauso wie wir. Also das heißt, es ist wie so ein Geschmacksverstärker. Ne? Und was Zucker mit unseren Zähnen, unserem Körper macht, das wisst ihr selber, das ist beim Hund auch nicht anders. Dann haben wir Glycerin, für alle die das Wort nicht kennen, das ist Zuckeralkohol. Also ja, gibt's beim Wolf nicht so, dass der Glycerin über seinen Reh kippt und mit Zuckerstreuer rumläuft. Genau, dann haben wir Mineralstoffe, dann haben wir Gemüse, ein bisschen was mit getrockneten Karotten und irgendwelche runde orangefarbene Kroketten und ein bisschen Erbsen, egal. Und dann haben wir pflanzliche Nebenerzeugnisse. Und bei den Zusatzstoffen, die jetzt wieder neben Vitaminen auch wieder die Antioxidationsmittel haben, wie das Futter davor, haben wir auch noch Konservierungsmittel, auch nicht genauer definiert, was für Konservierungsmittel, auch natürlich, nicht natürlich, was genau, wie viel. Dann haben wir noch ein Bindemittel, das Bentonit. Das habe ich jetzt noch nicht so wirklich gekannt, das habe ich mal wirklich kurz gegoogelt. Das ist im Endeffekt so ein Mineralstoff, also besser gesagt so aus Tonmineralien, so eine Mischung. Kommt übrigens aus Wyoming, also aus den USA irgendwo. Und das hat eine hohe Wasseraufnahme und Quellfähigkeit, wird zum Beispiel beim Tunnelbau eingesetzt oder wenn man jetzt Dichtungsmittel herstellt. Das gab es früher als E-Nummer, und zwar da war das die E-Nummer 558, ist aber seit 2013 in der EU verboten als Lebensmittelzusatzstoff bei dem menschlichen Verzehr, weil unter anderem einfach das Volumen im Magen-Darm-Trakt sich erhöht. Also viele nehmen das zum Beispiel für Diäten oder sowas, damit die dann Völlegefühl haben und weniger essen. Ja, wie gesagt, ist seit 2013 aber in Lebensmittelzusätzen in der EU bei uns Menschen verboten. Genau, nur so nebenbei, dass ihr das mal gehört habt. Und wir haben auch hier wieder Farbstoffe, damit es schön bunt aussieht, das Futter. Zusammenfassend, wie gesagt, bei allen Sorten, die wir uns jetzt angeschaut haben, ist der Hauptbestandteil Getreide. Auch nicht genau gesagt, was für Getreide. Dann haben wir ein bisschen Fleisch, wir wissen aber nicht, wie viel und auch nicht von welchem Tier. Das heißt, besonders für Allergikerhunde, die vielleicht irgendeine Fleischsorte nicht vertragen, ist das ein bisschen schwierig, daraus zu finden. Ja. Ob der Hund da gut versorgt ist. Ihr könnt euch alles selber denken, was ich jetzt so empfehlungsmäßig über das Futter sagen würde. Ich finde es halt cool, wenn ein Futter einen hohen Fleischanteil hat und so gut wie keine Zusatzstoffe oder wenn dann halt vielleicht natürliche Antioxidationsmittel oder natürliche Konservierungsstoffe, Rosmarin und so weiter, da gibt es einiges. Wisst man hier nicht, was drin ist, aber wurscht. Habt ihr das Futter schon mal gefüttert? Wenn ja, wie ging es eurem Hundi damit? Wie war so der Kotabsatz? Das würde mich zum Beispiel mal interessieren, was da so für Häufchen rauskommt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ein Futter habt, was ich mir mal genauer angucken soll, schreibt es auch in die Kommentare. Ich erweitere da immer meine Liste und die kommen dann irgendwann mal alle dran. Wenn ihr eine gute Futterberatung braucht, schreibt uns eine E-Mail. Das ist die E-Mail-Adresse kontakt@endlichgutesfutter.de und da helfe ich euch gern weiter, was Schönes für euren Muffi zu finden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch eine E-Mail oder packt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt liegen sie alle so lieb da. Du bist schön. Ja, jetzt kommen sie wieder an.